Einfach nur mal das Kissen richtig machen, ne? Dann läuft's von alleine. So. Gut. Dann machen wir jetzt. So richtig. Aber vorher muss ich mal wieder Fertigkeiten ausgeben. Ich habe immer so viele davon und vergesse das auszugeben. So. Ja, das ist voll schlimm. Ein bisschen Gesundheit, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich habe noch 4 Punkte, wie geil. Wenn sich deine Gesundheit während einer Auseinandersetzung in kritischem Zustand befindet, scheint sich alles um dich herum langsamer zu bewegen. Du hast mehr Zeit, um dich zu heilen oder zu fliehen. Das passiert Niki immer, wenn er bei kurz vorm Höhepunkt ist. Entschuldigung. Kritische Chance, Treffer, sehr schön. Fähigkeiten, Schaden, machen wir das immer auch noch. Haben wir hier schwerer Schaden, das ist auch mal gut. Und das hier auch. Dann haben wir es. So. Kodex. Datenbank, mal alles wieder durchgeklickt. Quest. Quest. Wieso leuchtet hier Quest auf, wenn wir hier nichts mehr haben? Immer noch. Egal. So, hier haben wir... Ja, das ist... Genau, wie sieht denn das Ding aus? Eine Corona-Maske! Ja, Covid wird auch erwähnt. Ja. Stimmt. What the hell? What the hell? Oh man. Gibt's auch noch hier sowas? Ey, es ist furchtbar. Die Köcher kann ich verbessern. Wieso sagt mir das denn keiner? Sehr schön, jetzt kann ich... Das kann ich auch noch verbessern. Das ist... Mensch, wieso sagt ihr mir sowas nicht? Wozu hab ich euch denn? Ach komm, Schatz, jetzt mit der Ausrede kommen, du weißt das nicht. Ist auf jeden Fall regelkonform. Ja. Ein Schnutenpulli. Ja. So, aber warum ich jetzt hier immer noch so ein... Egal. So, wussten wir nicht. Wir kennen das Spiel ja auch nicht. Bitte. Immer diese Ausreden. So. So, jetzt muss ich erstmal kurz zu Gunnar. Weil, wegen Aufwerten. Alisea. Wenn ich dich nicht hätte. Wenn ich dich nicht hätte. Du bist einfach die Beste. Nimm dir mal ein Beispiel, Schatz. Sag mir wenigstens, dass ich den Köcher verbessern kann. Oh Mann, wenn Blinke töten könnten. Ich glaube, ich ist gerade gestorben. Und das mehr als einmal. Wo hat sich denn jetzt Hunger nochmal versteckt? Da lang. Hunger! Da lang. Dicker Mega-Knuddler. Ja, Mega-Knuddler zurück. So schlimm was ist bei weitem noch nicht. Nein. Überhaupt nicht. Ich hab's so gespürt. Ich hab's so richtig gespürt. Das bin ich. Es brannte so tief in meinem Innern. Guter Freund all die Jahre. Ich weiß. Verzeih, dass ich nicht hier war, um ihn zu verabschieden. Er wurde geliebt. Das wurde er. Wir ehren ihn, denke ich, am besten, indem wir den Clan erhalten. Wie dem auch sei. Du brauchst wahrscheinlich was, hm? Gunnar, du bist mein Mann. Du weißt wenigstens, dass ich was von dir will. Was kannst du mir heute anbieten? Ohne lang zu schnacken, ey. Wo ist denn jetzt dieser Schnuppenbulli da? Das kann ich dir besorgen, klar. Wenn ich den jetzt einmal aufwerte, kann ich 2 Runen rauspacken. Achso, das ist dann schon mit Dings. Ah, okay. Mit Kupfer-Nickelbahn. So. Nee, will ich nicht ausgeben. Aber das müsste ich eigentlich für ausgeben.
Weil das ist Jägerrüstung mit Wolf. Ich bin ja Wolf. Ich weiß nicht so, was noch alles kommt. Mächtiger Ausrüstung. Gedacht, wenn ich jetzt bei ihm nochmal so einen Tacken aufwerte. Bis zum nächsten Treffen. Dann wäre das besser, aber nö. 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 Mann, dieses Ding ist schon mal geiler. Das habe ich noch nie ausgerüstet. Wenn man sich mal die Werte anguckt. Ausweichen ist geringer. Widerstand ist geringer. Errüstung und so ist schon heftiger. Weil man muss mal sehen, dass ja Rüstung ja schon verbessert ist. Ich werde mal hier verbessern. Ja, bloß. 32. Zack. 17. Irgendwie will dieser S-Widerstand nicht, ne? Das ist ein S-Widerstand. Schwerer Widerstand. Aha, aha. Das ist S-Widerstand. Was? Der kann ihn nie weiter aufrüsten? Warum nicht? Muss ich Tiere schlachten gehen? Du hast hier meines. Bei dem Zocke denkt morgen an das Nachsehen, was wir zu Danzes Geburtstag besprochen haben. What? Gesagt, ihr sollt mir nichts schenken. Mann. Nein, keine Tiere. Das ist schon mal gut. Niki, weißt du genaueres? So, das heißt. Ah, warte mal. Ich muss hier nochmal einen Ruhmplatz vergeben. Nimm mal die Rune raus. Kann ich Rune rausnehmen? Nein. 11 Gesundheit. Zack. Nein. Okay. Naja. Jetzt sind sie gleich. Wer hat die so? Okay, bei dem einen mehr als bei dem anderen, aber doch. Nee, die neue Ausrüstung ist schon stärker. Das ist schon mal schön. So. Hier machen wir dann. Was haben wir hier? Feuereffektivität. Nee, hier machen wir die Gesundheit rein wieder. Ach man, Dante. Man sollte vielleicht das Richtige auswählen, dann bringt das auch was. Mann. Tiere werden auch nicht verschenkt. Ja. Bei 20 Meter Trist wird der Fernkampfschaden erhöht. Das ist die Verbesserung für Tempo. Oh Mann. Wird voll der Speedskiller. Braucht definitiv mehr Ausrüstung für Wolf. Weil ich ja eh die ganze Zeit hauptsächlich Wolf skille. Gott, diese Steine und Leder. Wir müssen mal ein bisschen jagen gehen kurz, Leute. Ich würde mich jetzt eher mal fragen, wo man besser looten kann. Das wäre toll. Also farmen. Nicht looten, farmen. Kennt ihr denn eine Stelle, wo man farmen kann? Aber nein, Dante, wir kennen das Spiel nicht. Woher sollten wir das kennen? Deswegen gucken wir das ja bei dir. Danke, dass ihr mich dran erinnert habt. Ich will mein Rentier wieder haben. Mann, du bist so ein dämlicher Ackergaul, du. Ich hab jetzt zwei Herzen unten. Ist das cool. Das ist auch nichts. Zwei Leder von einem Fuchs. Treu hinter dir her. Richtig. Trotzdem ein bisschen schneller.
Bist du tote Schar? Tatsächlich. Prim. Was für ein Scheiß. Denn nur ein. In der Umgebung von Burgen, soweit ich von meiner Kollegin weiß, die ganze Gegend abfahren. Okay. Guck mal an, was haben wir denn da nebenan? Einfach mal die Kugelchen aufmachen, wa? Machen wir so noch ein paar Dinger. Doch jetzt gerade treffen müssen. Entweder ist das Vieh schon tot oder ich weiß es nicht. Achso, das ist im Stealth-Mode. Atsch! Okay, Pferde können nicht fliegen. Gecheckt. Geplündert. 6 Leder hat das viel gebracht. Geil. Naja, dann geht mal wieder plündern. Er hat das Vieh gerade betrogen? Ich hab das doch niedergerotzt. Also das gibt's ja wohl nicht. Mein Ackergau wäre auch nicht schneller. Super. Da bin ich ja selbst, wenn ich selbst laufe, schneller. Sag mal, regst du dich mal ab? Rückwärtsgang. Oh, mein Gaul hat keinen Rückwärtsgang. Ich habe so das leise Gefühl, dass Horizon Zero Dawn mich grüßt. Also, war doch kein Flug. Ein super Schuss. Kann ich so ein bisschen was? Boah, vom Pferd kann ich nicht aus abbauen. Dreck. Ups, entschuldige. Oh nö, ich wollte dich nicht. Sorry. Du, hab ich mein eigenes Pferd geschlagen. War keine Absicht. Horizon müssen wir leider noch ein bisschen warten. Ja, leider. Ja. Nachdem man dann mit der Steuerung dann endlich klargekommen ist. Aber für einen Anfänger, der mit dem Controller spielt, habe ich mich gut geschlagen zum Schluss. Aber selbst sei ich sehr stolz drauf. Mhm. Meine Frau erst.
Hey, ist das nicht das Ding, was verflucht ist dort? Was wir beim ersten Mal angetroffen haben? Hey, ich glaube beim zweiten Mal. Bin mir nicht ganz sicher. Oder es ist das hier. Ja, das ist das hier. Das hatte ich schon, ja. Boah, Alter, ich rotze hier gerade weg. Eine Hasenpfote. Okay. Muss ich mir jetzt an mein Mützchen machen? Ach du Schande. Geh aus dem Weg, ich bin wichtig. Das stimmt mit dir nicht. Zeig dir gleich, was mit mir nicht stimmt. Jetzt noch ein Manta dazu. Ich glaube, kriege ich nicht mehr hin. Oh, unten gibt's was zum Abbauen. Kannst du nicht mal in eins durchrutschen? Da habe ich jetzt um 22? Ernsthaft? So viele Viecher, wie ich abgeschlachtet habe? Also das ist jetzt aber gerade ein bisschen makaber, Leute. Kriege ich aber plündern mehr. Hier nimmst du den anderen Fall vielleicht auch noch mit. Das heißt, die Tierwelt hat erstmal Schonzeit. Weiß war kein Fuchsschwanz. Ja, leider. Da musst du wohl plündern gehen. Da gibt es mehr. Ja, ich würde es hoffen. Was ist denn hier? Reiche Siedlung, finde und töte die Mitglieder des Ordens, erfülle 10 Verträge, Kosten von ja, finale Kodex-Seite, sprich mit Tova, okay. Swain ist verstorben, Tova hat ihren Halt verloren und sucht nach einer leitenden Hand. Auch nicht schlecht. Hast du Fell? Tova. Eivor, es ist Swain. Er starb, als ich fort war. Tova, tut mir leid, dass ich auch nicht hier war. Niemand war hier. Am Morgen wollten wir Teglas Fässer einbrennen und sprachen noch über unser Abendessen. Als ich ihn abholen wollte, lag er in seinem Bett. Ich dachte, er schläft, doch er war schon von uns gegangen. Ich bin sicher, er ging in Frieden. Aber er hatte noch große Pläne, so viel zu erledigen. Er hatte noch so viel vor. Sein Tod war so nutzlos. Nicht wie in unseren Geschichten. Welche Geschichten meinst du? Wenn wir Geschichten der Alten und Weisen erzählen, schwebt über ihnen diese zufriedene Ruhe. Sie wissen, dass ihr Ende gekommen ist. Und sie sind bereit. Swain war nicht bereit. Ich war noch nicht bereit dafür. Er wollte mir noch vieles beibringen. Ich wollte noch mehr lernen. Jeder ist aber gerade komisch aus. Als könnte ich einfach seine Arbeit weiterführen. Als wäre nichts geschehen. Ne? Weil sie es die Proportionen nicht passen da irgendwie gerade nicht so ganz. Sie wissen nicht, dass ich nicht bereit bin. Das Leben verlangt manchmal mehr von uns, als wir zu geben bereit sind. Wir können nur unser Bestes tun. Ich war nicht bereit, meine Eltern zu verlieren. Und doch wurden sie mir in einem Augenblick genommen. Ich hielt durch,
weil ich leben wollte. Das muss hart gewesen sein. Aber du bist so stark, so entschlossen. Jemand anderes hätte sich vielleicht besser geschlagen. Oder schlechter. Doch das ist mein Schicksal. Also nehme ich es an. Ich weiß, dass Swain an dich geglaubt hat, an dein Können. Glaubst du auch an ihn? Vertraust du ihm? Er war der geschickteste Künstler, den ich je kannte. Und er wählte dich. Ob du an der Aufgabe wächst oder sie ablehnst, ist deine Entscheidung. Aber vergiss nie, dass er an dich glaubte. Vielen Dank, Eivor. Ich muss nach Hause. Sei stark, Tova. Vergiss nicht, dass ich dich nur zuhören? Nur ein offenes Ohr haben und dafür Punkte kassieren. Ist doch super, ja, definitiv. Swain sprechen? Okay, wir sprechen mal mit Swain. Du hast Tova viel beigebracht. Durch sie lebst du weiter. Okay. Nur, wenn ich ihr dadurch helfen könnte? Why not? Habe ich aber eigentlich, wegen Codex, habe ich da irgendwie mal die Orden. Irgendwie Infos nebenbei aufgeschnappt? Weil nicht so. 3 von 6 gefunden. 1, 1. Blutigel stammt aus Wessex und lebt in London. London? London. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Häuschen rein. Ins Langhaus. Suchen uns mal einen neuen Verbündeten. Schöner Fußnote, muss das Essen schmecken. Ja. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Nochmal den Riesen probieren? Nee, ich bin noch keine 90 vom Level her. Dann guck mal, Lunden. Man müsste eh dahin. Dann gehen wir doch nach Lunden. Oder nach Ochsenfurt. Ja? Also da gibt es Belohnung Aufwertung. Gibt es das? Bei Lunden würde ich dann halt gleichzeitig wohl einen von der Codex-Seite erwischen. Ja, dann machen wir Lunden. Auf nach Lunden! Heitam bat mich, nach Lunden zu reisen. Was weißt du über diesen Ort? Eine wilde Stadt, die Halfdan Ragnarsson vor Jahren für sich beanspruchen wollte. Sie widersetzte sich jedoch erfolgreich. Laut Heitam wimmelt es dort von Mitgliedern eines seltsamen Kults. Er heißt der Orden der Ältesten. Er bat mich, sie zu finden und zu töten. Den ehrbaren Leuten dort könnte das helfen. Und wir finden vielleicht einen Verbündeten. In einer so unruhigen Stadt ist es einen Versuch wert. Glückwunsch, Fiona! Tor und frage herum. Na Schatz, hast du vergessen, da einen zu füttern? Werde ich. Gut, ich erwarte deine Rückkehr. Randvi, geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut. Ich bin abwesend. Etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Nicht, ehe du mir sagst, was dich bedrückt. Ich glaube, ich fühle mich eingesperrt in diesem Raum, dieser Siedlung, diesem Leben.
Mit deinem Leben kann ich dir gerade nicht helfen, aber ich kann dich aus diesem Raum holen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Es gibt noch so viel zu tun. Hör auf. Vergiss all die Bündnisse und Verantwortung. Nur für ein paar Stunden. Wir könnten ausreiten. Nach Grantabrück oder woanders hin. Mal was anderes sehen. Das klingt wunderbar. Und zu weit weg, um es gerade in Betracht zu ziehen. Aber danke, Eivor. Ein anderes Mal vielleicht. Also, was brauchst du? Erstens, Fianna, du weißt sehr wohl, dass du gewonnen hast, ja. Mach ich nicht auf unschuldig. Aber Füßern, das ist geil. Füßern. Gönn dir eine Pause, Huntwee. Brechen wir nach Grantabrück Ski auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde, also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir... Machen wir Sightseeing. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Ach, du kennst doch den Weg. Ich bin bestimmt im Schiff dahin, ne? Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich... Dort soll ich mit ihr hin? Kitzelt. Ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen, um nach Grantabrück Schier zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir mit dem Bötchen fahren. Jungs, Feierabend ist gestrichen. Wird gearbeitet. Jungs, ihr habt doch Urlaub. Ach, nö. Ich mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wo ich hier eventuell ein Boot habe. Wenn man halt dieses bis dahin halt reiten kann. Also es wird ja ein Ausritt zu zweit. Gaul, wie hast du das hingekriegt? Ja, willst du mit hinten drauf? Haltet ihr euch zwei auch noch? Oder? Kann gut sein, wenn sie draußen sind. Klar, die hupfen immer weg oder an die falsche Stelle. Weil da hätte ich auch mit meinem langen Bötchen reisen können. Boah. Was für eine Stimmung, Leute. Furzen des Pferdes. Toll, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, oder was? Sowas von gar nicht gesprächig. Jetzt befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Okay. Wollt ihr nicht miteinander klönen, oder? Weißt du, da wäre ich mit dem Langschiff schon längst da, wenn du nicht mit mir klönen willst.